Unkontrollierter und ungesteuerter Einwanderung aus fremden Kulturkreisen. Und mit ihrer fahrlässigen Politik der offenen Grenzen, oder sollte man besser sagen, mit ihrer Politik der grenzenlosen Fahrlässigkeit, ist die Bundesregierung leider auf dem besten Wege, aus Jena Köln zu machen. Zweites Köln. Wir wollen keine Parallelgesellschaften und wir wollen auch keine No-Go-Areas. Jena ist meine Heimatstadt und ich finde es beschämend, heute Abend feststellen zu müssen. Wir haben zwar keine Parallelgesellschaften, aber trotzdem ist Jena die erste Thüringer Stadt mit einer No-Go-Area. Und woran liegt das? An dem linken Sumpf in dieser Stadt, der schon viel zu lange nicht trockengelegt wurde. In unserer Stadt nicht nur diese Personen da drüben, sondern wir haben auch eine Straße, in die wir uns heute Abend nicht hineintrauen dürfen. Unser ursprünglicher Demonstrationsweg zur Goethe-Galerie und am Holzmarkt vorbei ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Warum? Warum? Weil sie nicht in einem Rundweg zur Goethe-Galerie kommen, wenn sie nicht durch die Johannesstraße gehen. In unserem Kooperationsgespräch mit der Versammlungsbehörde und der Polizei wurde uns klipp und klar gesagt, dass die Sicherheit unserer Demonstration in der Johannesstraße durch die Polizei nicht gewährleistet werden kann. Es bestünde die Gefahr, dass aus der Polizei bekannten Gebäuden in der Johannesstraße heraus die Demonstration angegriffen werden würde. Es könnte zum Beispiel Gegenstände auf die Demonstranten geworfen werden. Explizit wurde erwähnt, ja, das stimmt schon, das geht in die richtige Richtung, denn explizit wurde erwähnt, dass die Polizei mit Gebäuden, die der Kirche gehören, besondere Probleme hätte, weil die besonders geschützt sind. Liebe Mitbürger, mir ist in der Johannesstraße nur ein Gebäude bekannt, das der Kirche gehört, und das ist die Residenz der jungen Gemeinde Stadtmitte. Genau der JG Stadtmitte, die aus Steuergeld bezahlten Demonstrationstourismus betreibt. Genau der JG Stadtmitte, gegen deren Pfarrer Lothar König in Leipzig nach Ausschreitungen von Linksextremisten, bei denen insgesamt 69 Polizisten verletzt wurden, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Genau der JG Stadtmitte, die jetzt in der Johannesstraße eine Kundgebung angemeldet hat und dort unbehelligt und gefahrlos demonstrieren kann, wo unsere Sicherheit nicht gewährleistet ist. Straßenchaoten haben es in einem Staat wie Deutschland, in einer bürgerlichen Stadt wie Jena geschafft, eine No-Go-Area zu errichten. Und das ist eine Schande. Auf den öffentlichen Aufschrei, weil Chaoten unsere Straßen übernehmen, wartet man bislang vergeblich. Im Gegenteil. Die höchste Instanz unserer Stadt, der Oberbürgermeister von Jena, Albrecht Schröter, der Oberbürgermeister dieser Stadt möchte nicht neutral bleiben und offenbar auch nicht für Versammlungsfreiheit und einen friedlichen Ablauf sorgen. Die Leitung der Versammlungsbehörde, die ihm als Oberbürgermeister und zur Neutralität verpflichteter Instanz in dieser Stadt obliegt, hat er an einen seiner Dezernenten abgegeben.
Und warum? Er möchte lieber auf die Gegendemonstration gehen. Im Vorfeld lässt der Oberbürgermeister sich mit Pfarrer König neben einem Plakat ablichten mit der Aufschrift Hirnstadt Hetze. In der Stadt kursieren Demoaufrufe, zwei Fäuste gegen die AfD und Herr Schröter selbst ist Erstunterzeichner zum Aufruf einer Gegendemonstration auf dem Kirchplatz. Wie die meisten vermutlich wissen, gab es in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Farbbeutelanschlag auf mein Wohnhaus. Auf meine Aufforderungen hin hat Herr Schröter den Anschlag auf mein Wohnhaus zwar verurteilt, aber gleichzeitig durch eine Sprecherin der Stadt erklären lassen, dass wir angeblich ausländerfeindliche Ideen vertreten würden und dass er den Aufruf zur Gegendemonstration nur als Privatperson und nicht als Oberbürgermeister gemacht hätte. Da sage ich ganz klar, Herr Schröter, es reicht nicht zu sagen, ich bin Privatperson, wenn man in der Presse als Oberbürgermeister zitiert wird und gebracht wird, der Oberbürgermeister Schröter ist Erstunterzeichner, dann sollte man sich dann doch davon distanzieren, wenn man das gar nicht so meint als Oberbürgermeister. Ich sage, diese Art der Amtsführung ist unwürdig. Der Oberbürgermeister einer Stadt hat für alle seine Bürger da zu sein und nicht nur für die Chaoten. Aus gegebenem Anlass möchte ich ganz gerne noch aus dem Info- und Mobi-Treffen der JG Stadtmitte von letzter Woche berichten. Ein Besucher dieses Treffens, der verständlicherweise anonym bleiben möchte, berichtete mir per Mail unter anderem Folgendes. Ich zitiere. Herr König sprach in der Einleitung, dass man friedlich gegen die AfD-Demonstration protestieren will. Jedoch stellte er fest, dass friedlich keine objektive Größe ist und dass man entsprechend der eigenen Vorstellung von friedlich agieren werde. Konsens war, dass man nicht, wie zum Beispiel in Erfurt, die Gegenkundgebung ordnungsgemäß durchführen und dann wieder nach Hause gehen will. Man will aktiver werden. Wir freuen uns also. Haha. Herr König regte an, dass man sich in mittelgroßen Gruppen Zugang zur Macht verschaffen könnte oder auch Zugangswege zur Macht verstopfen könnte. Wir hinter uns oder vor ihm. Eine Konfrontation mit der Polizei sollte dabei vermieden werden. Man sollte sich unter die AfD-Teilnehmer mischen oder freie bzw. wenig gesicherte Zugangswege benutzen. Außerdem wurde gesagt, es gibt eine Gruppe, welche sich um die Leute kümmert, die die Polizei in Gewahrsam nimmt. Es wurde gebeten, sich nach der Freilassung dort zu melden. Die erlaubte Mindesteinsatztemperatur von Wasserwerfern wurde diskutiert. Die Stromversorgung der AfD-Veranstaltung wurde angesprochen und die Konsequenzen einer Störung der AfD-Veranstaltung durch Lärm aus einer Wohnung heraus wurde diskutiert. Und so weiter und so weiter. Ich möchte in diesem Moment nicht beurteilen, ob diese Dinge legal oder illegal sind. In jedem Fall stehen sie meinem Verständnis von Friedlichkeit und Toleranz entgegen. Unter der Schirmherrschaft sozusagen der JG Stadtmitte haben sich über 100 Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Einzelpersonen, zu denen auch Vertreter von Schüler- und Studentenschaften, Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und Verbänden gehören, in einem Bündnis organisiert, um gegen uns zu demonstrieren. Und diese über 100 Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, frage ich, sind wir schon so weit, dass ganze gesellschaftliche Gruppen von Intoleranz so infiziert sind, dass Aktionen im Graubereich des gesellschaftlichen Umgangs offen hingenommen werden? Und falls das nicht der Fall sein sollte, würde ich diese über 100 Vertreter doch auffordern, sich offen und nachdrücklich von den in der JG Stadtmitte geäußerten Gedanken zu distanzieren. Wer das nicht tut, der trägt dazu bei, dass sich das Klima der Angst, das in Jena bereits geschaffen wurde, immer weiter verstärkt. Von vielen Bürgern, auch von Anliegern in der Johannesstraße, weiß ich, dass sie die Aktivitäten eines Pfarrer Königs und seiner Anhänger und auch die Aktivitäten anderer Gruppierungen nicht gutheißen. Im Gegenteil. Viele
dieser Bürger haben Angst, sich offen zu äußern. Bei Einzelhändlern steht immer die wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel. Gastwirte fürchten Angriffe linksgerichteter Gruppierungen und so weiter und so fort. Man könnte die Reihe, glaube ich, endlos fortsetzen. Und auch deswegen heißt unsere Demonstration heute Friedensdemonstration. Zu einem friedlichen Zusammenleben gehört eben nicht nur das friedliche Zusammenarbeiten unterschiedlicher Staaten, sondern auch der Frieden im Land und der Frieden in unserer Heimatstadt. Und darüber hinaus steht die Alternative für Deutschland natürlich für viele Themen. Als einzige Partei in Deutschland stehen wir konsequent für die Beendigung der Euro-Rettungspolitik, die den deutschen Steuerzahler Milliarden kostet, die Europäische Union in eine Transferunion verwandelt und die Europa nicht eint, sondern spaltet. Wir stellen Familien in den Mittelpunkt unserer Politik. Familien wird auf Bundesebene seit Jahrzehnten durch eine verfehlte Steuer- und eine verfehlte Rentenpolitik die eigenständig erwirtschaftete Lebensgrundlage entzogen. Und das wollen wir ändern. Und wir stehen für eine Bildungspolitik, die nicht gleichmacherisch ist, sondern jeden Schüler und jeden Auszubildenden nach seinen Begabungen und nach seiner Leistung fördert. Allein letztes Jahr haben wir bei 18 Veranstaltungen zu verschiedenen Themen in Jena durchgeführt. Kleinere Diskussionsrunden und größere Veranstaltungen wie zur Energiewende, zum Steuersystem oder zur Inklusion. Wir diskutieren politisch, wir gewinnen neue Mitglieder. Und in 1,5 Wochen gründen wir den ersten Stadtverband der AfD im Freistaat Thüringen. Das alles hat ein klares Ziel. Wir wollen nicht nur auf Landesebene und nicht nur auf Bundesebene politisch aktiv sein. Wir wollen auch in dieser Stadt aufräumen. Wir wollen in die Ortsteilräte und den Stadtrat rein. Und wenn wir da sind, dann verspreche ich Ihnen, wir brechen die verkrusteten Strukturen auf und wir werden das politische Feld in Jena von unten aufrollen. Aber natürlich beschäftigt uns in Jena auch das, was uns alle beschäftigt, nämlich die Asylkrise. Die Anschläge von Paris geben ein grausames Beispiel dafür ab, dass Terroristen unter dem Decknamen Flüchtling nach Europa einreisen. Unsere Grenzen stehen für jeden offen, der das Wort Asyl sagen kann. Auch für den Syrer, der in der Silvesternacht von Köln den Polizeibeamten gesagt hat: Ich bin Syrer, ihr müsst mich freundlich behandeln. Frau Merkel hat mich eingeladen. Diese Probleme werden vor Thüringen und sie werden auch vor Jena nicht Halt machen. Offene Grenzen gefährden unseren Rechtsstaat, unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Die Politik der offenen Grenzen ist gescheitert und muss beendet werden. Hier in Jena merken wir auch, dass alltägliche Fragen durch die Asylkrise beeinflusst werden. Schon jetzt hat Jena mit Wohnungsnotstand zu kämpfen. Für Studenten, für Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger und vor allem für Familien ist es doch jetzt schon schwer, in Jena bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und natürlich müssen diese finanziell schwachen Bevölkerungsgruppen mit den Asylbewerbern um Wohnraum konkurrieren. Und wenn die Landes- und die Bundesregierung so weitermachen, wird sich das Problem massiv verschärfen. Auf dem sogenannten kommunalen Flüchtlingsgipfel letzte Woche im Volksbad hat der grüne Wohlfühl-Migrationsminister Dieter Lauinger gesagt, er rechne momentan für dieses Jahr monatlich mit 3.000 bis 4.000 Asylbewerbern für Thüringen. Das würde für Jena also bedeuten, dass wir dieses Jahr zwischen 1.800 und 2.400 Asylbewerbern aufnehmen müssten. Ausdrücklich hinzugefügt hat unser grüner Wohlfühl-Migrationsminister aber, was das früher bringt, weiß ich schlicht nicht.
Es können also auch für Jena schlicht sehr viel mehr werden. Außerdem weiß Herr Lauinger zwar, dass viele Asylbewerber sich in den Thüringer Erstaufnahmeeinrichtungen haben registrieren lassen und danach aber quer durch Deutschland gezogen sind, weil sie lieber in ein anderes europäisches Land wollen. Er weiß aber nicht, wie viele dieser Asylbewerber die Erstuntersuchung mitgemacht haben und wie viele einfach so quer durch unser Land reisen. Er meint, den Asylbewerbern, die in Ohrdruf die Duschköpfe abgeschraubt haben und von anderen Asylbewerbern 5 Euro pro Duschgang verlangt haben, denen müsste man schon zeigen, dass es so nicht geht. Wie gut, dass das bloß ein Einzelfall war. Wobei man auch optimistisch sagen könnte, das sind die erfolgreichen Thüringer Unternehmer von morgen, auf die wir alle warten und die wir alle brauchen. Ja, die Fachkräfte. Ein Fragesteller auf dem Flüchtlingsgipfel erkundigte sich, inwieweit es denn eine Strategie gäbe, dass Turnhallen wie die in Jena-Göschwitz nicht dauerhaft von Asylbewerbern belegt werden würden. Für Sie zur Kenntnis, eine kleine Anfrage von mir an die Landesregierung hat ergeben, dass an dieser Schule momentan von 58 Sportstunden 6 erteilt werden. Bravo! Herr Lauinger hatte eigentlich kein Argument, er hatte nur ein Totschlagargument. Es sei zwar eine Einschränkung, aber man solle sich immer vor Augen führen, es ginge um Menschen, die vor Hunger, Tod, Zerstörung und Krieg geflohen sind. Und das ist genau der Punkt, an dem er entweder irrt oder den Leuten bewusst Sand in die Augen streut. Bei der Kritik an der Asylpolitik geht es eben nicht um Flüchtlinge, die vor Hunger, Tod, Zerstörung und Krieg geflohen sind. Es geht um den Rechtsbruch der Bundesregierung, wenn sie Hunderttausende Illegale hier ins Land lässt. Es geht um Fehlanreize, die Wirtschaftsmigranten ins Land locken. Und es geht um unsere Sicherheit und unsere Steuergelder. Und den Leuten zu erzählen, es ginge um Flüchtlinge, wenn fast alle Migranten aus angrenzenden und damit sicheren Staaten kommen, ist vollkommen absurd. Diese Leute fliehen nicht von Österreich nach Deutschland. Die sind in Österreich schon sicher. Und wenn die Realität ist, dass 2/3 aller Asylanträge abgelehnt werden und Herr Lauinger trotzdem alle Asylbewerber und alle Migranten Flüchtlinge nennt, dann merkt man, dass Herr Lauinger sich offenbar meistens im rot-grünen Traumland aufhält. Was ist denn mit den Flüchtlingen weltweit? Die Ärmsten der Armen kommen doch gar nicht hier an, weil sie weder das Geld für die Schlepper haben, noch genug Gesundheit und Kraft haben, um den Weg zu schaffen. Was ist denn mit den verfolgten Christen, die größte verfolgte Gruppe weltweit? Auch von denen kommen komischerweise nur sehr, sehr wenige hier an. Und um die sollten wir uns doch eigentlich kümmern, oder nicht? Angela Merkels und Bodo Ramelows Politik ist eine riesige Farce und keine Politik für Flüchtlinge. Bei aller Hilfsbereitschaft muss man auch ganz klar sagen, wir als Deutschland können nicht die ganze Welt aus dem Elend retten. Und es ist auch vollkommen vermessen, so etwas zu behaupten. Und deswegen sollte sich unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel auf das besinnen, was sie in ihrem Amtseid geschworen hat. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. In der jetzigen Situation kann dieser Amtseid für Frau Merkel nur bedeuten, dass sie zurücktritt. Wir brauchen eine Verabschiedungskultur in Berlin.
brauchen eine neue Politik. Wir brauchen eine Politik für unser Vaterland, unser Volk und unsere Heimat. Und zum Schluss möchte ich euch deswegen dafür danken, dass ihr alle heute hier seid. Ich danke euch, dass ihr für unser Vaterland, unser Volk und unsere Heimat einsteht. Dankeschön.